Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone in einer neuen Season im Januar. Gleich mal zu Beginn, die Packs werden jetzt noch geöffnet von der Saison. Die seltenen Karten habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. War jetzt nichts Weltbewegendes dabei. Deswegen drei Packs noch und dann zeige ich euch das neue Deck, mit dem wir erstmal die Season starten. Ich habe mich ein bisschen informiert, was sind denn momentan so starke Meta-Decks, weil ich möchte ja auch irgendwelche Decks zeigen, ein bisschen Anleitung dafür geben, quasi wie man vielleicht ein Deck spielt, was momentan recht stark ist, was viele Leute spielen werden. Und dann habe ich gesehen, der Evolve-Schamane ist halt Abstand noch Platz 1. Ne? Schöne Karte. Und habe mir dann überlegt, dass ich den Schamanen ein bisschen umbaue noch. Hab mir ein bisschen Anregung gegeben, hab mir überlegt, welche Karten haben mir nicht im Deck gefallen und welche Karten werden sie ersetzen. Und dann möchte ich euch das jetzt mal zeigen, mit welchem Deck wir jetzt ins Rennen gehen werden. Zuerst, vielleicht ändert sich das in der Season, wie gesagt, das muss ich erstmal schauen. Aber so werde ich erstmal mit dem Deck ins Rennen gehen. Evolve-Schamane bleibt der Evolve-Schamane, Gewitterblüte, belebter Besen wird ersetzt. Vorher war hier drin der Bogen des Sturms. Er ist okay, aber überladene Mana-Kristalle habe ich relativ selten herbekommen. Hätte ich mehr auf Überladung spielen müssen, Problem. Jedes Mal, wenn ich mich überlade, war das mit der Waffe und dem Rechnen blöd. Das heißt, irgendwann war immer das Situation oder war die Situation da, dass meine Waffe nicht spielen konnte, weil ich überladen war. Das ist schlecht. Das ist blöd, deswegen raus. Karussell bleibt, Schlammschlüpfer bleibt, Grubenaufseher bleibt natürlich, Ingenieurslehrling rein. Die Fernsicht hier ist top, aber sie ist nicht überragend und ihr kennt es, Karten ziehen mit einem Zauber. Ich habe nichts, was mich mit einem Zauber pimpt. Ingenieurslehrling ist eine Karte safe, plus ich kann sie evolutionieren. Gerade mit dem belebten Besen vielleicht eine gute Möglichkeit und etc. so kleine Diener zu spielen. Ausbilderin Feuerherz bleibt drin. Fernsicht einmal raus, einmal bleibt es aber drin, weil ich immer noch finde, wenn du mit Turn 3 die Waffe ziehst und nächste Runde mit 2 Mana, kannst du einen Vorteil haben. Die Chance ist eh so gering, dass ich sie nicht zweimal brauche, aber das möchte ich mir behalten. Einfach die Fernsicht einmal drin haben, vielleicht auch mit Verderben, die Karte vergünstigen. Na, war ja nicht schlecht, die Karte. Bubenmeister bleibt, Wüstenhase, Schatzplünderin bleibt, Schreckenskorsar bleibt, Entgleister Wagen bleibt, Stumpfdornschlagring bleibt, Mogulfleisch bleibt und der Meeresriese kommt hinzu. Zweimal. Mit vollem Board Meeresriese spielen, relativ kostenlos. Auch in der Hinsicht, dass, wie schon gesagt, der Evolve-Schamane Tier S oder Tier 1 momentan ist, sehr, sehr stark. Deswegen auch dagegen arbeiten, wenn der Gegner viel Board hat, dass ich was schmeißen kann. Was dafür rausgekommen ist, letztendlich sind folgende Karten. Und zwar rausrotiert sind bei mir der Sturmschlag hier oben. War zu schwach. Also habe ich selten gerne gespielt. Deswegen raus. Inara Sturmschlag, legendärer Diener, aber nicht überragend. Also gerade fürs Evolve-Deck nicht passend. Sie war cool zu spielen, hat auch manchmal eine kleine Würze gehabt. Aber erstens, wie oft habe ich sie gespielt? Fünfmal. Sie ist nie irgendwann da, wenn man sie braucht. Sie ist immer im Deck drin, raus. Zudem passt sie ja halt nicht perfekt in das Evolutionsschamanen-Deck. Und das sind so quasi die Änderungen zum Vergleich der Vorseason. Gleich mal für euch. Das Deck ist relativ bis auf eine Karte verändert zu dem momentanen Standard-Meta-Evolve-Schamanen. Und zwar gibt es beim Evolve-Schamanen noch den Kobold-Stibitzer drin. Den können wir uns mal anschauen. Koboldstibitzer stiehlt die Waffe eures Gegners. Stattdessen habe ich die Fernsicht drin. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf einer Seite wie Hearthstone Heroes oder so nach dem Meta-Report schaut und dann seht ihr im Standard-Report Tier 1 Evolve-Schamane, das ist denjenigen, den ich euch jetzt erstmal zeige. Außer, dass ich eben statt dem Koboldstibitzer die Fernsicht drin haben will. Ganz klar, Koboldstibitzer ist ein Counter. Ne? Spielst du gegen einen anderen Evolve-Schamanen, was scheinbar sehr häufig vorkommen wird, gerade im legendären Tier, also ganz weit oben in der Rangliste, wird das halt die Keykarte sein. Gegner spielt seine Waffe, du spielst ihn und hast seine Waffe geklaut. Geil. In allen anderen Fällen gegen den Magier etc. ist er halt nicht wirklich brauchbar. Deswegen möchte ich nicht so auf maximale Hoffnung gehen.
Gegner zerstören, sondern möchte vielleicht mit der Fernsicht, ohne den Gegner zu beeinträchtigen, einen geilen Move machen. Wenn sich das natürlich jetzt bewahrheitet, dass ich von ihm jedes Mal auf die Schnauze bekomme, vom Koboldstibitzer, wird es sich wahrscheinlich auch ein bisschen rotieren. Aber so gehe ich erstmal in die neue Season rein. Hätte auch noch gerne Lust auf ein paar andere starke Decks, habe mir aber auch die Tierlisten nochmal angeschaut. Was gibt es denn für interessante Tierlisten? Welche Charaktere sind da? Und bin dann zu der Entscheidung gekommen, ich müsste halt wieder sehr, 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 sehr viel Staub dafür investieren. Für ein Deck, das wahrscheinlich nicht so stark Meta sein können wie jetzt der Schamane hier. Und ne, deswegen bleibe ich meinem Schamanen natürlich treu. Und kann jetzt schon mal ankündigen, dass demnächst, das habt ihr schon vielleicht schon gesehen, kleiner Spoiler hier, wenn ihr hier oben hinschaut, heißen hier ein paar Decks relativ komisch und sind wild. Ein kleiner Teaser, in den nächsten paar Tagen, Wochen, kommt so eine kleine Serie, die ich mit meiner Freundin gerne aufstellen würde, und zwar das Throwback Hearthstone Turnier, also das Throwback Turnier. Und dazu gibt es ein eigenes Video, eine eigene Videoserie, und ich hoffe, es wird euch gefallen. Schaut da auch mal auf jeden Fall mit rein. Aber jetzt hat erstmal kommen wir zu dem Ranked. Warum ihr auch hier seid, Season Januar beginnt. So, jetzt auch nochmal von hier. Herzliches Willkommen. Das Deck habe ich gerade eben nochmal gezeigt. Deine Änderungen sind drin, ansonsten bleiben wir dem Wolfschamanen treu. Ich meine, Morgul ist so niedlich, da kann man natürlich nicht Nein sagen. Waffe behalte ich natürlich. Kleine Änderungen, vorher erklärt. Jetzt schauen wir doch mal, wie sich sie sich im Gameplay auswirken. Gewitterblüte für die Waffe, sehr gut. Also, nächste Runde kann ich den Gesichtslosen Lakaien spielen, der mir einen Zweier herruft. Eigentlich ganz gutes. Board. Dann die Waffe Turn 3. Ich glaube, das ist relativ safe. Wichtelhexer passt perfekt. Oder Rostschwur-Initiant, der den Wichtelhexer herbeiruft. Bleibt auf jeden Fall was liegen. Ich glaube nicht, dass sie für 2 Mana mein komplettes Board wegbekommt. Aber mal schauen. Dunfdornschlagring. Dann können wir in Turn 4 nicht den Grubenmeisterleiter spielen. Müssen schauen, dass wir einen Totem nachschmeißen oder eben das, was wir topdecken werden. Magi hat keine Lust, was zu spielen. Oder doch? Je nachdem, dass das Evolve-Schaman-Deck natürlich sehr verbreitet sein wird, gibt es bestimmt auch viele Counter-Decks. So, dementsprechend könnte der Gegenzauber sein. Will ich es riskieren? Eigentlich muss ich es riskieren. Und? Etwa so? Könnte auch natürlich die Flammenfalle sein. Ne? Also, deswegen würde ich gerne so machen. Und greife somit an. Es ist nicht die Flammenfalle, aber damit war ich auf der sicheren Seite. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht das mit dem Zauber sein. Was gibt es denn da noch? Was gibt es noch für Magiergeheimnisse? Da müsste ich mich mehr mit auseinandersetzen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich finde es ja bestimmt irgendwann raus und dann ist es also. Die üblichen Verdächtigen wie Gegenzauber oder jetzt zum Beispiel die Flammenfalle mit allen 3 Schaden, wenn ich angegriffen habe, sind schon mal raus. Dann gibt es noch 2, 3 weitere, die es sein könnten. Spiegelgestalt zum Beispiel hat man zwar eigentlich nicht im Deck drin, kann aber natürlich sein. Ed Peggle soll mir gerne eine Karte ziehen, hätte ich nichts dagegen. Ansonsten werden alle evolutioniert. Nächste Runde. Ich weiß nicht, ob die Flammenfalle, ob drauf steht, wenn euer Held angegriffen wurde, oder ob da drauf steht von einem Diener. Aber ich glaube, das ist, wenn ich mit der Waffe draufgehe, müsste sie ausgelöst worden sein. Not habe ich eben das Missplay nächste Runde gemacht, wenn ich ins Heldengesicht ziehen werde. Jetzt ist
Eventuell die Flammenfalle. Ich habe keine Wahl. Ich spiele das Totem erst danach. Matt Pagel hat nichts getan. Dann würde ich die 2 Damage mitnehmen. Und jetzt ist die Flammenfalle fügt allen feindlichen Dienern 3 Schaden zu, nachdem ein Diener euren Helden angegriffen hat. Nicht der Held, sondern der Diener, wie ich gesagt habe. Habe ich nicht richtig im Kopf gehabt. Möchte ich das schon evolutionieren? Eigentlich nicht. Andererseits kann sie Matt Pagel weg. Snippen mit ihrem Special. Nächste Runde hätte ich aber definitiv den Grubenmeister, deswegen warte ich erstmal und hoffe darauf, dass sie keinen Schlamm hat und zerstöre meine Waffe. Ah, lernt man was dazu. Wie schon gesagt, mit Magiergeheimnissen, wenn man sich da nicht hundertprozentig mit beschäftigt, weil man selber so ein Deck unbedingt spielen will oder einfach jedes einzelne Geheimnis der aktuellen Saison durchrechnet. Passiert das natürlich. Wir reißen euch in Stücke. Lasst uns kämpfen. Den vernichte ich. Hab ein ganz gutes Board. Das müsste jetzt sein Netherportal. Wenn ich einen Zauber weg, bekommt sie einen Diener, der 4 kostet. Dementsprechend ganz gut, dass ich keine Zauber mehr habe. Heißt natürlich, wenn ich Ausbilderin Feuerherz spielen werde, werde ich das Geheimnis triggern. Das muss mir im Kopf bleiben. Ich frage mich, ob Täuschung ist mein Metier. Ist nicht zu beeindrucken, möchte ich ehrlicherweise sagen. Leider kann ich die Waffe nicht mehr spielen. Ihn möchte ich mit der Waffe kombiniert spielen, deswegen Totem. Der ist belanglos. Der würde sterben, der würde sterben. Ob ich sie wegmache? Mache ich sie weg? Eigentlich kann ich mir das leisten, einen wegzumachen. Da ich ja nächste Runde den Mugu vielleicht noch spielen möchte und vielleicht noch ein, zwei belebte Besen. Täuschung ist mein Metier. Gut. Dadurch wird er günstiger. Kriegt jetzt einen weg. Kann nicht der Eisblock sein, weswegen sie eigentlich verloren hat. Definitiv machen wir die Face Thread. Das müsste eigentlich schon reichen. Und schicken einen Chi-Chi hinterher. Erster Sieg, erste Season. Erster Sieg in der Season Januar, so wollte ich sagen. 7 Sterne Bonus, das ist natürlich schon mal richtig krass. Da freut man sich so richtig, ein Sieg und schon ist man 2 Ränge gestiegen. Mit der Siegesträhne möchte ich gar nicht wissen, wie viel es ist. Und dann Match Nummer 2. Zweite Match in dieser Folge und wir spielen gegen den szenarischen Malfurion. Das heißt, er ist Battle Pass Stufe oder... Ja, doch, Battle Pass kann man fast schon nennen. Stufe 50, das heißt, er hat sehr viel gespielt, mehr wie ich bis jetzt. Ist ein ernstzunehmender Gegner, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wieso gar keinen Gegner, auch auf Bronze oder so, die müssen sich auch erstmal hochspielen. Das ist jetzt der 2. Januar, hier wo ich aufnehme. Dementsprechend sind ja noch sehr, sehr, sehr viele gute Leute, die jetzt erst anfangen. Kobold-Lakai. Gefällt mir gut. Werde ich eventuell spielen müssen in der zweiten Runde, wenn ein Diener kommt. Ansonsten wird er sich sehr wahrscheinlich auf Madigos fokussieren oder eben sehr viel Mana generieren. Ich glaube, Token Druide ist momentan nicht mehr so gefragt. Das würde ich gerne machen, bringt mir aber nicht viel, deswegen hebe ich auf. Die 2 Damage brauche ich vielleicht später noch. Da nehme ich den Grubenaufseher. Und den Kobold-Lakai, da ich nächste Runde evolutionieren kann. Er generiert sich Mana, er holt sich Mana. Das wird interessant werden. Dementsprechend muss ich jetzt natürlich Vollgas geben. Ich muss ihn jetzt
überrennen. Alles andere wird auf lange Sicht dem Gegner zugutekommen. Perfekt, nochmal hier zwei Piraten. Board gefällt mir. Ist jetzt nicht überragend, aber da ist viel Leben vor allem dabei und das ist wichtig. Da der Druide nicht die fetten Removals hat, wie vernichte einen Diener oder mach allen Flammenstoß oder Blizzard, sage ich jetzt mal, ist ein Board mit viel Leben erstmal stark. Ich habe die besten Angebote. Und jetzt kommt doch der Goblin-Auktionator-Move, oder? Jawohl, jetzt wird's abgehen. Damals schon mit dem Schurken überragend. Bin mal gespannt, was alles kommt. Dauert jetzt ein bisschen. Kannst du aber auch nicht verhindern. Also den Move kannst du nicht verhindern. Könnte ihn... Das war zu schlecht. Ich kann so viel Damage machen. Wobei ich muss zwei opfern. Es ist trotzdem wert. Also es ist trotzdem wert, definitiv zwei zu opfern. Mit dem richtigen Kopf hat... Ja, habe ich. Der gefällt mir. Könnte ich aber noch was Besseres haben. Muss aber eigentlich aufheben für den Spot. Deswegen... Nein. Das Board reicht. Jetzt muss sein Move kommen. Jetzt muss er mein Board vernichten, den Spot spielen. Spot hilft ihm aber nicht. Wenn er einen fetten Spot spielt, ist er down. Außer ich habe Pech mit dem Karussell. Beziehungsweise down ist er nicht. Ich kann ja eigentlich jetzt nur hier sie spielen und nicht beides. Ah, okay, ein Spot würde ihn retten. Brankenhieb aber nicht. Außer Doppelbrankenhieb, wenn er es hinbekommt. Könnte ein knapper Sieg für uns werden. Mit dem Evolve-Schamanen. Mit dem modifizierten. Im Vergleich zu letzter Season. Ich finde das Artwork übrigens sehr hübsch. Zieht eine Karte, ratet, ob eure nächste Karte mehr oder weniger kostet. Ein cooler Zauber. Das müsste aber trotzdem reichen für mich. Genau, was ihr verdient habt. Nochmal schön beleidigt. Aber ich würde sagen, der Gegner hat gut gespielt. Es war knapp. Ich sage euch, wenn er seine Thread durchbekommt, wenn er ein paar Karten besser hat und ein bisschen besser noch Mana generieren kann, ist das wirklich ein gutes Deck. Aber es ist halt einfach, du musst gegen den Evolve-Schaman, wie ich ihn jetzt spiele, sehr, sehr schnell sein, auch mit deinen Schutzmaßnahmen oder mit deiner Heilung. Das ist wirklich schwer, dagegen anzukommen. Deswegen würde ich sagen, Leute, ein Match geht noch in dieser Folge. Dann bis gleich. So, letztes Match in dieser Folge gegen einen Jäger. Und das finde ich jetzt ein interessantes Matchup. Denn ich bin der Meinung, auch von der letzten Season im Dezember her, ist einer der wenigen Charaktere, die mich im Early Game richtig hart zerstören können, der Jäger, der Dämonenjäger, der Magier, der Schurke. Alle anderen, die auf lange Matches gehen, wenn ich die perfekte Hand habe, werde ich, glaube ich, gewinnen. Aber das ist jetzt ein Matchup, wo ich Respekt habe. Mit der Hand natürlich ein bisschen lucky. Aber bin gespannt. Was er denn so macht. Bruchloser Initiant, das ist für mich vollkommen okay. Denn ich habe den Grubenaufseher. Der belebte Besen ist halt wirklich gut, wenn man evolutioniert hat, dann nochmal mit allen angreifen zu können und aufs Board zu traden. Ich bin überlegen, ob ich den Schlammschlurfer opfer. Das heißt, ich werde erstmal angreifen. Dann den Schlammschlurfer spielen.
Wandelt einen Diener in einen, der mehr kostet. Ich könnte jetzt natürlich auch hier angreifen. Da es aber nicht die Sprengfalle ist und nicht die Eiskältefalle, wird es die Schlangenfalle oder sowas sein. Dementsprechend bin ich der Meinung, wir nehmen das hier. Wort über Geheimnis auslösen. Das wird die Schlangenfalle sein oder die Kobra. Vielleicht auch, dass wenn ihr zwei Diener kontrolliert. Dementsprechend werde ich darauf achten, dass er nicht mehr wie zwei hat. Oder halt nicht mehr wie einen hat, wenn es geht. Das heißt, nächste Runde muss ich drauf gehen, außer er opfert ihn. Da er ihn opfert, ist es okay für mich. Ich könnte jetzt nochmal die Waffe ziehen, das werde ich auch tun. Ich würde vermuten, es ist die mit zwei oder mehr Dienern, deswegen könnte ich angreifen. Wenn es jetzt die Schlangenfalle ist, kann er mein gesamtes Board vernichten. Deshalb Nummer sicher gehen. Um sein Geheimnis herumspielen. Das ist immer das Nervigste an Geheimnissen, um sie herumzuspielen. Ich hätte es jetzt auch auslösen können, wenn es jetzt ist, mit zu Beginn deines Zuges einen zwei Diener besitzen. Dann hätte ich es halt nicht ausgelöst. Jetzt habe ich eh keine Wahl mehr. Aber was mache ich jetzt? Ausbilderin Feuerherz. Schon mal eine gute Variante. Erdschock gefällt mir. Kann ich auch direkt spielen. Könnte natürlich auch eins sein, wenn ich einen Zauber spiele, dass es hergerufen wird. Ist aber nicht so schlimm. Vernichte ich ihn, müsste ich eh beide wegmachen. Deswegen nehme ich hier mal den Phasenfrischer. Und es ist der Zauber. Zufälligen Diener. Ist okay. Uhrzeitlehre, Gabelblitzschlag. Dann nehme ich die Uhrzeitlehre, Gabelblitzschlag, Fernsicht. Ein Diener mit Zauberschaden bringt mir eigentlich nichts. Zwei zufällige Diener, zwei Schaden, das ist, glaube ich, schon besser. Überladung 2. Immer die Fernsicht, weil ich sie auch selber im Deck habe. Und das wird wahrscheinlich das Geheimnis sein mit. Yep, hier, wie ich gesagt habe. Oh, nicht das, wie ich gesagt habe, mit dem Herrufen. Okay. Dann ist es nicht das, was ich gedacht habe, mit dem zwei Diener liegen lassen und herrufen. Aber wie gesagt, um die Geheimnisse rumspielen kostet Zeit. Ist es meistens gar nicht wirklich wert. Jetzt hat er ein gutes Board. Wie ich gesagt habe, Jäger sind gefährlich gegen das Deck. Und er geht aber ins Face, okay. Waffe. Den Spott. Hier. Dann bin ich der Meinung, es ist sinnvoll, ihn zu killen, auch wenn er wieder hergerufen wird. Schlangenfalle, okay. Diesmal ist es die Schlangenfalle. Dann machen wir ihn noch weg. Eifer, ich könnte ihn jetzt noch benutzen, um einen zu killen. Würde definitiv noch einen killen. Ist ein Einser alles, oder? Ja. Oder erstes Karussell. Erstes Karussell. Ich mach 1 gegen 1 weg. Karussell. Und werde dann nochmal evolutionieren. Nicht optimal gespielt von mir. Ich hätte den Besen vielleicht auch jetzt erst benutzen können. Aber hätte ich mit dem 3-3er Gängeskorsar nicht mehr angreifen können. Wie schon gesagt, die Kombo mit dem Besen muss ich mir erst noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Er geht natürlich jetzt auf Face, er hat keine Karten mehr. Das ist für mich aber okay. Besen. Da mache ich mit. Agnes Corsa. Und er gibt auf. Aber ich habe gesagt, wenn der Jäger seine Strat durchbekommt, wird es schwierig werden. Und es hat sich bewahrheitet. Aber gut, Siegesieg. Siegesträhne dadurch. Reihenfolge gewonnen. Von Bronze 10 mit 3 Siegen und dem Sternenbonus. Einfach mal auf
Bronze 1 in einer Folge. Und ich würde sagen, Leute, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.